Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW Nummer 5 diesmal schon. Wir fahren den letzten Teil unserer unseres SEG-Auftrags mit dem Containerzug endlich mal zu Ende. Mann, das hat jetzt ganz schön lange gedauert. Und ja, stehen hier mit unserer 218, müssen die gleich noch in den Hafen bringen. Dann wird die da übernachtet laden. Wir fahren nochmal kurz zurück. Übernachten hier kurz, das werden wir in dieser Folge machen und werden dann wieder in die 218 einsteigen morgens am nächsten Tag und dann wieder hinten hinfahren, um die Container wieder abzuholen. So, dann würde ich sagen, rein in den Zug. Falls ihr euch wundert, ja, wir stehen vielleicht nicht hundertprozentig an der Stelle. Ich musste auf TSW 5 wechseln, denn TSW 4 ließ sich dieser Spielstand nicht schnell laden. Und deswegen habe ich einfach das Ganze nochmal nachgestellt. Und der Vorteil ist natürlich, jetzt sind wir in TSW 5 schon drin. Und sehen zum Beispiel auch, wie die Züge heißen, die wir warten müssen und so weiter und so fort. Sehen auch, wie diese einzelnen Bereiche hier halten. So, wir fahren einmal zum Rangierbahnhof. Ich glaube, hier oben hatte der Lukas ungefähr gesagt, dass wir da halten sollen. Ich musste ganz schön weit zurückgehen, dass ich den Auftrag nochmal wieder finde. So, kein erreichbarer Ort. Das ist schon mal nicht gut. Schade eigentlich. Kommen wir da gar nicht rüber oder was war jetzt das Problem? Ich erinnere mich, wir haben keine Weiche, ne? Wir hatten irgendwie Mist gebaut und haben keine Weiche mehr zum Hafen, ne? War das nicht so? Ja, genau. Wir müssen jetzt also, ja, den Zug zurücksetzen. Rein theoretisch müssten wir das sogar mit der... Wir müssen am Ende eh nochmal zurück. Das war ja völlig sinnlos, dass ich ihn dran gesetzt habe, ne? Das war ja... mein Fehler. Dann können wir eigentlich auch hier abrüsten und fahren kurz mit der 363 hier rüber. Ja, letzte Folge habe ich einen völligen Mist gebaut hier. Aus irgendeinem Grund wollte ich den... Gehen wir in die Ausstellung. Genau, die wollte ich haben. Ja, perfekt. Habe ich den hier rangehängt. Wir müssen den eh gleich wieder abhängen und andersrum hängen, weil wir wollen ja den... Boah, es geht ja auch eigentlich, dass wir die da stehen lassen, oder? Das wäre auch eine Idee. Dann nehmen wir uns ein Taxi vom Hafen, würde ich sagen. Dann machen wir das so. Dann zeige ich dir die 363 ein und dann können wir die auch schön hier zwischen eigentlich den Zug lassen. Und dann würde er halt da in der Zeit ja, am Hafen dann entladen. Und dann hängt er halt zwischen den beiden Loks, der Zug. Ist ja jetzt auch nicht so wild, ne? Dann haben wir halt an jeder Ende eine Lok und können hier, müssen wir ohne rangieren, können wir eigentlich weiterfahren. Das ist eigentlich ganz cool. Muss dann nur ab und zu die Lok wechseln. Natürlich mit der 363 ist der Zug schon etwas schwerer zu schieben, geht aber auch noch. Beziehungsweise zu ziehen. Wir schieben uns erstmal dahin. Das passt sogar. Ach, stimmt, haben wir uns schon freigeschaltet. Wir dürfen sogar. Das gefällt mir sehr gut. Lösen, lösen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir mit der 363 den Zug auch vorwärts kriegen. Ich denke doch. So, wir können auch mal Licht da vorne anmachen, wäre eine Idee. Haben wir hinten Rücklichter an? Ich hoffe doch. So. War das hier irgendwo? Hier war das doch. Vorne rechts auf ein. Vorne links auf ein. Oben auf ein. Jawohl, perfekt. So, wir wollten immer noch nach vorne fahren. Oder ist hier noch irgendwie was? Müssen wir noch irgendwas? Wir müssen noch ein bisschen Umschalter noch drücken, eventuell. War das nicht so? Und jetzt vielleicht? Oder musste der angeschaltet? Ich glaube, der muss angeschaltet sein, ne? So. Das passt. Generalschlüssel ist nicht ein. So. Jetzt aber. Jetzt geht's vorwärts. Ohne möglichst ohne hinten über das Signal zu rollen. Wir binden übrigens noch Beleuchtung, Frontbeleuchtung an. Wir rangieren aber gerade, deswegen dürfen wir das. Auch wenn, ich weiß nicht, ob wir mit so vielen Fahrzeugen überhaupt rangieren dürften. Kriegen wir den vorwärts überhaupt? Natürlich doof. Ich glaube, wir kriegen den Zug nicht mehr gezogen mit unserer 363 Core. Die müht sich hier voll ab. Werden wir langsamer? Oder schneller? Ich glaube, wir rollen gleich hinten über das rote Signal, dann ist eh vorbei. Ich glaube, die 363 schafft das nicht, ne? Würde ich jetzt mal so glatt sagen. Ne, keine Chance, oder? Ich glaube, keine Chance. Ich glaube, wir werden noch schneller. Ja, okay, gut. Keine Chance. Plan B, Bremse rein. Wir halten den erstmal hier. Lösen. Wir müssen erstmal hier halten. Wir halten erstmal mit der Handbremse den Zug gleich fest.
Also Merkel, die 363 kann das Ding doch nicht so ganz schieben. Wir müssen ja mal mit der Handbremse den Zug sichern. Dann können wir hier die Bremse wieder abschalten und müssen die dann doch rückwärts reindrücken. Ja, wir sind zwar alleine. Ja, müssen wir hoffen, dass das Eber das nicht sieht. Weil sonst kriege ich den. Ich hätte jetzt gerne die Lok hier genommen. Aber das schafft die nicht, tatsächlich. Hätte ich gar nicht, ich hätte gedacht, die schafft das, die 363. Aber 218 ist halt auch nicht so leicht, ne? So. Dann können wir nämlich auch sofort wieder so rumfahren. Ach ja, jetzt müssen wir hier, genau, Handbremse wieder anlegen. Ja, ist immer ein bisschen ein Prozess, ne? Hier Handbremse anlegen, dass er nicht wegrollt. Und dann auf der anderen Seite wieder lösen. Dann haben wir ihn gesichert. Sonst rollt er uns gleich hier übers rote Signal. Das wäre nicht gut. So, auf der anderen Seite wieder rüber. Das funktioniert alles so wieder perfekt. Lavang, der Rangierprofi. So, lösen. Lösen. Ja. Ja, nee, wir müssen die auf neutrale, ich glaube auf neutrale Position oder auf neutral schalten, ne, damit der nicht nervt. Keine Ahnung. Können sie auch. So. Oder vielleicht. Oder meint ihr, das schaffen wir mit dem Schalthebel auf Rangieren, weil dann sollte er eigentlich mehr Power haben. Wollen wir das mal probieren? Dass er auf Fern das vielleicht nicht schafft, aber auf Rangieren? Ich probiere das jetzt nochmal. Ich weiß, es kostet nochmal Zeit. Ich weiß. Das ist ein sehr slowly Anfang für die Folge. Das tut mir auch leid. Aber ich will ein bisschen rumexperimentieren. Dafür ist das Ding auch so ein bisschen da. Finde ich einfach mal so ein bisschen zu gucken, was in TSW funktioniert und was nicht. Deswegen, wir fahren hier ganz wilde Kombinationen auch. So wilde jetzt eigentlich gar nicht. Beziehungsweise wir wollen noch ein paar wilde Kombinationen fahren. Ich muss auch echt mal gucken, ne? Wir haben so viele Leute mittlerweile, die Aufträge auch noch haben. Das habe ich nicht vergessen, ne? Es ist halt nur so viel dazwischen gekommen. Ich wette, weil wahrscheinlich ist wieder so ein Ding, dass die Leute vergessen haben, dass sie mir Aufträge gesendet haben. Oder gedacht haben, das kommt eh nicht mehr. So, wir probieren das jetzt mal im Rangiergang. Nur so als Idee. Vorwärts. Lösen hier nochmal aus. Und gucken mal, ob wir vorwärts kommen. Radschlupf, okay, wir versuchen es mal mit Sand. Noch ein bisschen viel. Ist halt im Regen auch echt blöde, ja? Ich will gucken, ob wir den irgendwie gezogen kriegen. Ja, das bewegt sich, oder? Ich glaube. Kriegen wir doch hin, komm! 63, zieh! Es funktioniert, sehr geil. Ich sag doch, wir kriegen den irgendwie gezogen. Haben wir hinten eigentlich noch die Tür offen? Ne, aber tatsächlich nicht. Ja, gut. Das soll der Rangiergang, ich weiß nicht, ob der Rangiergang es jetzt gebracht hat, kann ich mir sogar vorstellen, weil man jetzt mehr. Aber kann das sein, dass wir vorhin die ganze Zeit Radschlupf hatten und ich einfach nur voll durchgeballert habe und natürlich mit Radschlupf das schwierig ist und wenn er nach hinten rollt. Okay, da kann es natürlich auch gelegen haben. So. Aber normalerweise müsste der Rangiergang auch mehr Kraft auf die Achsen verlagern. Meine ich. Da ist die Getriebesetzung ja ein bisschen anders dann, glaube ich. Unsere Raypool 363 hier. Die Weichen sind alle richtig, aber die sollten ja alle gestellt sein automatisch. Jetzt merkt jetzt einer, wenn wir kurz hier ohne PZB fahren. Ja, komm. Ein paar Meter. So,
Dann ziehen wir kurz unsere Lok hier raus und wechseln dann wieder die Seite. Ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt wirklich so ein Sandwich haben. Und einfach mit beiden Seiten fahren können. Coole Konstellation. Wollen wir einfach mal, ich glaube, es geht mittlerweile auch ohne Sand. Ich würde nämlich gerne einfach mal den hier machen. Von da oben von der Brücke das mal sehen, wie wir uns hier rausziehen. Mit unserer Lok hinten dran. Was ich sagen wollte, ich habe ja auch eine 101, die ich endlich mal vorstellen muss. Die ja bald in unser Fuhrpark jetzt reingekommen ist. Aber dazu später mehr. Denn eigentlich hatte ich ja vor, damit noch ein bisschen zu warten, aber jetzt hat mir jemand eine erstellt und die wollte ich jetzt eigentlich auch nicht missen. Das heißt, wir werden die 101 von, dann uns nachher anschauen. Beziehungsweise nachher in den nächsten Folgen. Und wir wollen ja eigentlich auch noch Aufträge machen. Ich muss mal gucken, ob ich hier mit der 218 oder mit der 101 mache. Wir werden sehen. So. Wir müssen einmal mit dem gesamten Zug da hinten über die Weiche sein. Das können wir von hier aus eigentlich ganz gut beobachten. Vielleicht ein bisschen mehr Leistung auch ausschalten. Haben wir Radschlupf? Wollen wir mal gucken? Ich glaube, das sieht gut aus. Und wenn der da drüber ist, wechseln wir den. Baue ich jetzt erstmal einen Weg auf den Hafen. Ziehe den Zug dann mit der 218 in den Hafen. Und dann werde ich vermutlich dann wieder mit der 363 stehen auf das Gütergleis ziehen. Auf den Hafen, das Hafengleis, wo er entladen wird. Und dann nehmen wir auch ein Taxi zurück. Am nächsten Morgen geht es dann weiter. Und ich weiß, Lukas, bei dir steht das ein bisschen anders in der Auftragssache, aber das ist ja mittlerweile auch so lange her. Ich interpretiere das ein bisschen freier. Jetzt. So, volle Bremskraft. Noch ein bisschen früh, ne? Lieber Lavan. Hast du gut gemacht oder auch nicht? Lösen wir nochmal aus. Und gehen mal wieder langsam hoch. Nur so ein paar Meter nach vorne tatsächlich. Na? Come on. Die sollte eigentlich gelöst sein. Ich glaube, zu viel Leistung haben wir jetzt auch nicht aufgeschaltet. Na, was ist dein Problem? Komm her, los, fahr. Ich geh mal nach vorne. Hier brauchen wir ein bisschen mehr Leistung, um den hier zu ziehen. Bewegen wir uns wieder. Wo ist denn hier? Warte. Hauptdurchleitung ist bei 5 Bar. Es geht voran. Perfekt. So. Aber bis wir über die Weichenzunge sind. Da ist der Weichenmotor. Und wir sind drüber. Dann bremsen wir einmal ein. Leistung raus. Und bremsen. So, perfekt. Dann. Weil wir wieder sonst wieder wegrollen. Ach, die ist sogar. Bin ich jetzt. Oh, ich bin ein Troll. Ich habe die Handbremse dran gelassen. Ja, okay. Hat keiner gemerkt.
glühen schon wieder hier. Es glüht schon wieder alles hier am Zug. Oh. So. Richtungswender haben wir auf neutral. Perfekt. Umschalter ist aus. Ja, dann können wir es auch so lassen. Dann können wir kurz die andere Seite. Jetzt müssen wir nur unterlegen, dass wir nachher hier wieder die Bremse lösen. Eigentlich sollten wir jetzt schon mal den Weg stellen, ne? Müssen wir uns nochmal hinsetzen. Stellen wir uns schon mal den Weg. Dann müssen wir es gleich nicht machen. Lass mich nochmal hoch hier, bitte. Ich vergesse schon wieder die Hälfte. Ich hätte gerne den hier. Hätte gerne Route entfernen, bestätigen. Dann hätte ich gerne Route setzen. Und dann würde ich gerne bis hier bitte fahren. Hm. Oh, wir haben noch Halt. Ach nee, das ist nach vorne. Ich bin doof. Wir haben noch Halt nach vorne. Das ist ja logisch. So, der ist auf neutrale Position. Ja, passt. Genau, Schlüssel auf aus. Perfekt. So, dann. Abschalten kann ich den, glaube ich, hier nicht. Das ging irgendwie bei dieser Baureihe nicht. Dann lassen wir einen anderen auch nicht wild. Im Leerlauf. Macht man natürlich auch nicht so. Weil man kann TSW-Loks halt so selten abschalten, was mal ein bisschen doof ist. So. Dann. Anlegen. Ich weiß gar nicht, ob man die mal voll anlegen muss. Man reicht, glaube ich, auch ein gewisser Prozentsatz. Ich lege die aber zur Sicherheit mal voll an. Dann kann nichts passieren. Wieder nach hinten. Handbremse hinten wieder lösen. Und dann geht's vorwärts. Beziehungsweise mit der 218 in den Hafen. Ich bin auch ganz froh, dass die 218 jetzt voran ist. Weil dann können wir nämlich die bisschen schneller zum Hafen fahren. Obwohl ich glaube, dass wir den auch ein bisschen hätten schneller ziehen können, wenn wir nicht die Handbremse voll angelegt hätten. Wahrscheinlich hat auch irgendwie voll gekühlt gehabt. Aber da ich ja wieder auch von der Brücke geguckt habe, habe ich das wieder vollkommen ignoriert. Dass er hier quietscht, weil die Handbremse natürlich vorangelegt ist. So, was ich jetzt noch machen muss, was ich gerade vergessen habe. Ja, wir gehen nochmal wieder nach hinten. Gut, dass der God-Mode wieder für TSW5 funktioniert. Sonst wäre das hier kein Spaß. Ich muss nämlich noch hinten einmal ganz kurz. Ich brauche wie beim Flieger so Checklisten eigentlich. Damit ich nichts vergesse. So. Aus, aus, aus. Ich würde gerne Rückleuchten haben, wo auch immer die sind. Treibstoffpumpe. Signalleuchte hinten. Motorstopp, Motorstart. Motorstopp funktioniert sogar. Ich dachte, das geht gar nicht. Ja, ist so gut, dann ist er aus. So, jetzt wollte ich Licht anmachen hinten. Wie geht das denn? Rücklicht gleich nochmal hier. Muss es doch auch hier irgendwo geben. Hier war es nicht. Oh, wo ist denn die Rücklicht? CP ist aus, ist cool. Motorlicht? Nee, brauche ich nicht. Vorbauleuchten, nee. Warum gibt es hier keine zwei roten Lichter? Ich find's nicht. Wie doof muss doch hier irgendwo sein. Ernsthaft, wo ist das? Bei der Baureihe. Nur fast müssen wir ohne fahren, ne? Nee, ist voll aus. Hm. Leider wirklich keine Ahnung. Fahren wir ohne? Verpetzt er mich auch nicht ans Ebo? Das wäre super. Ich find's nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist ehrlich gesagt. Müsste eigentlich bei den Hebeln dabei sein, aber irgendwie ist es nicht dabei. Ich gucke zum 10. Mal hier ab. Nö. Wir können noch die Wettenbeleuchtung mal abschalten. Wir können sie hier nicht abschalten. Na, ist auch egal, komm. Wir fahren jetzt rüber. Sieht keiner.
Wir haben hinten so ein Ding rangeschickt. Zugende. Die Rückbeleuchtung ist kaputt vom Zug. Dann haben wir so eine Zugend-Dings halt, was man am Wagen normalerweise ransteckt. Ja, das ist wieder Fachbegriff, weil mir der Fachbegriff mal wieder nicht einfällt. So. Dann schalten wir nochmal kurz hier Sicherheitssysteme ein. Können hier eigentlich die Handbremse gleich lösen. Kann ich Bremse auch schon mal anlegen. Aus. Bremsschlüssel ein, genau. Bremsen wir den mal kurz ein. Handbremse wieder lösen. Und auf geht es. Zack, lösen. Was gibt's? Haben wir die umgestellt hier? Belastung ist an, sehr gut. Der quietscht noch so, ist hinten noch eine Handbremse an? Ich glaube nicht, wir haben dich doch gerade gelöst. Ich bin noch nicht doof, wir haben doch gerade die Handbremse gelöst hinten am Zug. Ich gucke jetzt nochmal nach, Entschuldigung. Aber ich bin ja nicht doof, ich habe sie doch gerade gelöst. Da hinten noch so quietscht, das wundert mich. Da hat er irgendwie... Eigentlich in dem Wagen sollte keine Handbremse angelegt sein. So, wir gucken jetzt nochmal hinten in den Lok. Das ist ein Licht, das leider ist die Taschenlampe sehr schwach. Seit TSW, ich glaube, 2 oder so. Jetzt finde ich die Lok nicht, jetzt komme ich da nicht hoch in die Lok. Egal, machen wir. Ist egal. Was hättest du gemacht? Hallo? Jetzt, ich wollte mich über den Lok teleportieren. Das hat ja sehr gut funktioniert. Gut, dass wir diese Funktion haben. Diese Funktion hätte ich ganz gerne. Hä? Einmal aufstehen. Okay. So geht's auch. Wo sind wir jetzt? Drin im Zug, glaube ich, ja. Okay. Steuerung S. War das nicht hier? Wo war denn das? F? Ja, F war's. Okay, dann gehen wir nochmal kurz nach Schaffenburg Süd. Fährt der jetzt aber nicht, dass der jetzt alleine losfährt, oder? Er quietscht die ganze Zeit so. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Ach nee, können wir ja gerade nicht, weil die Lok weg war. Gut, dann fahren wir jetzt aber los. Komm, passt schon. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier zu warten. So, lösen. Auf geht's. Ja, wir hätten die Handbremse gelöst, da bin ich mir 100% sicher. Wenn der hinten rumquietscht, kann ich es auch nicht ändern. So, fahr los. Okay, los geht's. Es liegt, glaube ich, einfach an deiner Kurve, dass er so quietscht. Kann das sein, dass wir gar keine Leistung aufschalten, sondern wir nur rollen? Ich habe auch keine Leistung, ehrlich gesagt. Hört ihr was? Hier kommt doch, der schaltet doch keine Leistung auf, das würde man noch hören. Ne, wir rollen einfach nur. Sehr schön. Ich wollte aber nicht bis zum Hafen rollen, warum rollen wir nur? Was ist das jetzt schon wieder für Scheiß? Nee, der rollt nur. Gut, dann gehen wir nur ganz kurz in die Bremse.
Mir passiert gar nichts. Oder waren wir nicht auf vorwärts? Kann das sein, dass wir nicht, dass das Problem war? Jetzt geht's. Wir waren nicht auf vorwärts, ne? Gut, weiter geht's. Ausgerüstet sind wir. Haben wir Radschlupf zufällig? Wir geben mal ein bisschen Sand dazu. Ich sehe es gerade nicht wirklich. So, dann kann der Regionalverkehr auch endlich mal raus, wenn wir da durch sind. Der würde sich auch mal freuen, endlich mal loszukommen. Oder der Verkehr hinter uns ist schon eingefahren. Das kann natürlich auch sein, dass der Gegenregionalzug schon eingefahren ist. Alter. Aber irgendwie ist so eine Bremse angelegt, das kannst du mir nicht erzählen. Der bremst eindeutig. Warum bremst der denn schon wieder? Denn das? Ich gucke jetzt nochmal hinten nach, ob die Bremse wirklich los ist. Ich weiß nicht, warum mich die ganze Zeit einbremst. Die Tür ist offen, aber das sollte mich trotzdem nicht einbremsen. Was ist dein verschissenes Problem? Oder muss ich die nicht, muss die auf Lösen stellen? Ich habe die Bremse, glaube ich, hier nur halb angelegt, weil ich es auf neutral gelegt habe. Warte kurz. Aber der ist doch auf 5 Bar gegangen, oder? Die Heil. Ich hab nicht genau. Ich weiß nicht genau, was los ist. Wir gehen mal hier auf Lösen. Ja, okay, vielleicht lag es daran. Weil die Handbremse ist eindeutig, glaube ich, gelöst, oder? Wo ist sie denn? Ja, gelöst. Okay, perfekt. Dann rollen wir natürlich weg. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen, davon da irgendwie reinzukommen. Schaffen wir. Wo ist es? Dass sowas natürlich niemals schief gehen kann, sieht man bei Unstoppable. In dem Film. Das ist doch auch so, der lässt einfach den Zug rollen. Und dann verschwindet er dann irgendwann in die Nacht. Und jetzt sollte es doch schon besser gehen, oder? Gehen wir ganz kurz raus. Reuter? Wo ist denn die HL überhaupt? Ich bin zu lange nicht mehr mein Bauchheil gefahren, ich bin meinen Locken lange nicht mehr gefahren, da oben ist die HL. Aber die HL ist auch nicht ganz aufhüpfbar. Okay, keine Ahnung. War hier ist eigentlich alles gelöst? Gut, egal, weiter geht's. Wir kommen da auf jeden Fall an. Aber der geht nicht gleich ins Wechselblinken. Oder es hätten irgendwie Sicherheitssysteme an oder so. Ja, glaubt, wir haben hinten Sicherheitssysteme an. Hab ich die angeschaltet? Also irgendwas bremst uns. Die 363 bremst dort hinten die ganze Zeit runter. Ich dachte, ich hab die doch vorhin gar nicht angemacht. Warum bremst du? Was soll denn das? Mistvieh, ich lass dich gleich hier. So. Nochmal die Sicherheitssysteme an sind, aber ich habe sie, glaube ich, gar nicht angeschaltet. Aus. Aus. Ja, perfekt. Komisch.
Weiter geht's. Und die HL geht immer noch nicht auf 5 Bar. Warte mal. Nee, keine Chance. Bewegt sie auch nicht. Hä? War hier was wie eine Bremslösetaste in dem Zug? Was wir versuchen, darüber zu lösen? Also lösen. Ich habe mich gesucht. Ich glaube, da tut sich was. Wir versuchen mal darüber die Bremse zu lösen. Keine Ahnung. Versuchen mal weiterzukommen bis zum Hafen irgendwie. Wir kämpfen immer noch gegen die Bremse an, aber sicher bin ich mir nicht. Keine Ahnung. Guck mal, jetzt legt er wieder voll an und löst wieder aus. Warum löst du? Warum legst du an? Ich glaube, die 2363 hätten dann weg. Wären wir gerade wieder am Signal vorbeigekommen? Nö. Ab und zu liegt die 361 einfach an. Hab ich das Gefühl. Was ist das? Auf einer Seite des Führerstands kann das Problem auch nicht sein. Hm. Die Tür ist es auch nicht. Die kann offen bleiben. Da wird eine 280 keine Mechanismen gegen haben. Wenn nicht, lasse ich gleich die 361 hier, dann ist es mir egal. Dann muss die von der anderen Lok weggeholt werden nachher. Dann müssten wir dann nur irgendwie eigentlich noch an der Seite fahren gleich. Wenn die gleich wieder anlegt, dann schicke ich die nach Hause. Ja, sie legt wieder an. Kein Sinn. Verstehe ich nicht. Fährt die Kombination völlig an weg. Korrigiert mich, sagt mir gerne, was ich falsch mache. Was ich vergessen habe. Ich verstehe es nicht. Hm. Gut, wir hatten gesagt, wir lösen die hier mal ganz kurz ab. Kriegen wir jetzt eigentlich hin, dass wir die noch mal kurz wegfahren und den anderen Zug, Fahrweg trotzdem behalten? Weiß ich gar nicht, wie das geht. Wir schauen mal, ob das geht. Müsste, ne? So. Motor setzen. Ich würde die gerne nach... Wollen wir die hier mal hinschieben? Zu der, vielleicht die Werkstatt hier direkt. Geht nicht. Ja, wollen wir hier nicht rüberkommen. Ja. Müssten also wieder nach da fahren, um dann wieder darüber zu kommen. Boah, ist das ein Aufwand. Sollte eigentlich eine kurze Folge werden. Das Ding. Ach,
Weißt du, was wir einfach sagen? Mach das jetzt nicht. So. Hat jemand jetzt hier weggefahren? Irgendeine Rangierlok. Wir fahren jetzt weiter hier mit unserer 218. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht mehr anlegt, dass ich nicht hier 363 Grad umsonst gelöscht habe. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was das Problem war. Wir lösen aus. Ist im anderen Führerstand die SIFA an? Das kann auch nicht sein, oder? Ist die wirklich an der 218 gelegt? Man kann ihn nur auf beiden Seiten gleichzeitig anschalten. Okay, daran kann es nicht liegen. Ich schalte es hier trotzdem nochmal aus, dann müsste es auf einer Seite auch aus sein. Ah, ganz seltsam. Oh, ich glaube, da kommt was. Ne, wir rollen schon wieder. Ach, spring da rein. Hallo, danke. Ah, es ist ein Chaos hier. Komm, weiter. Jetzt aber. Die 363 wurde jetzt in die Werkstatt geschleppt. Und dann müssen wir doch rangieren. Dann funktioniert das mit unserem Sandwich-Betrieb mit dem Güterzug jetzt auch nicht so wirklich. Na gut. Übrigens haben wir Rot. Wir haben Rot. Warum haben wir Rot? Ah, weil er unseren Weg gelöscht hat. Und das liegt, kann natürlich gut sein. Bestätigen nochmal. Ja, perfekt. Und das jetzt. Ich habe ein bisschen viel Leistung. Das wird garantiert zum Radschlupf führen, was ich hier schon wieder mache. So, haben wir jetzt eigentlich hier Sicherheitssystem wieder an. Jetzt haben wir sie wieder an. Ich habe sie gerade ausgeschaltet gehabt. So, Licht haben wir vorne an. Das bringt nur nichts bei der 218. Man sieht dann nämlich trotzdem gar nichts. Also wir rangieren erstmal bei Nacht. Eine wahre Sinn des Wortes Nacht- und Nebelaktion. Wir können das einzige, was wir machen können. Ich halte mal hier ganz kurz, wie ist das Szenario. Ich hatte hier nur ein bisschen Regen angeschaltet, damit es zum letzten Szenario passt. Aber wir werden einfach mal sagen, wie ist das Wetter? Variables. Dann werden wir ein bisschen... Hat es aufgehört zu regnen jetzt mal, zumindest. Man sieht natürlich überhaupt nichts. Was dürfen wir überhaupt fahren? Müssen wir mal ganz kurz einschalten. So, dass wir überhaupt sehen. Warum ist das eigentlich schon wieder ausgeschaltet? Wer hat das schon wieder ausgeschaltet? Ich habe das doch eigentlich extra angeschaltet. Hätte wieder so ein Ding, das... Das war früher so, dass TSW sich das jedes Mal nicht gemerkt hat und alles wieder umstellt, war. Das dauert die Scheiße wieder umstellen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist denn hier? Hat Übersicht? Ne, wo war denn dieser Quatsch nochmal? Einstellungen. Zugänglichkeit. Thank you.
Minimal ist, glaube ich, das Richtige, was wir brauchen, ne? Ja, perfekt. Minimal durch. Das kannst du dir gerne auch mal merken, Spiel, dass ich gerne minimal fahre. Wir dürfen übrigens gleich nur noch 50. Und dann mal ein bisschen bremsen. War vielleicht sogar ein bisschen viel gebremst mal wieder. Und jetzt geht's in das aufs Hafengleis, in den Hafen hinein erstmal. Hat ja auch lang genug gedauert. Wir sollten eigentlich schon 40 Minuten. Das wird über eine Stundenfolge, aber ich ziehe das jetzt in dieser Folge durch. Ist mir egal. Dann nehme ich halt eine Stunde 30 eine Folge auf. Dann ist es halt so. Wir müssen noch ein bisschen vorankommen hier in dem Projekt. So, 54. Und dann kommen ja gleich die Formsignale, glaube ich, ne? Die müssten ja auch Lampen haben. Im Dunkeln kannst du die schlecht erkennen. Ich mache ein bisschen dynamischer dazu. Hat er das hier eine P-Tafel über? Ja, jetzt hat er wieder die Bremse natürlich aus. Sie fährt Zwangsbremse. Ich glaube, hier war eine P-Tafel. Bei dem Fußgängerüberweg, aber ich habe sie nicht gesehen im Dunkeln. Es ist 2:18 in der Nacht fahren, ist nervig. Ist ja gar nichts. Man sollte ja auch nur Signale sehen, ne? Sind ja auch keine Scheinwerfer, trotzdem. Wären wir Scheinwerfer lieber. Und langsam Fahrt angekündigt. Zum Glück hat das Formsignal auch ein paar Lampen dran. Das ist eigentlich die Langsamfahrt 40, glaube ich, ne? Ja. Drei Kilometer noch. Und dann drücken wir den dann noch in den Hafen rein, eben. Hat ja echt lang gedauert, ne? Ich glaube 16.20 Uhr haben wir diesen Auftrag gemacht. Wir sind 3 Stunden am Rumgurken hier schon. Denkt man gar nicht für so einen kleinen Auftrag, aber es hat ja auch so alles nicht so wirklich funktioniert wie geplant. Da ist das dann noch kein Wunder. Und man merkt, war es tatsächlich der 63, die uns die ganze Zeit gebremst hat aus irgendeinem Grund. Halt erwarten. Dass hier das Areal auch überhaupt nicht beleuchtet ist. Normalerweise sind die Rangierbahnhöfe wenigstens ein bisschen beleuchtet, weil wir müssen ja... Ach, wir drücken den gleich einfach da rein, komm. Scheiß drauf. Wir haben natürlich jetzt hier vom Hafen noch einen Rangierbegleiter gestellt bekommen. Und der gibt uns dann gleich Kommandos und drücken wir den gleich einfach den Zug da rein. So, wann müssen wir stehen?
gucken, dass wir hinten drüber stehen. Ja, sollte passen. Gehen wir einfach auf die Bremse. Passt. Ja, Route entfernen, alles gut. Dann machen wir den Hafen rein. Wir müssen. Welches Gleis denn nochmal? Warte mal, das hat er mir doch gezeigt. Ich muss wissen, welches das Hafengleis ist hier. Genau, diese beiden Gleise dann nebeneinander. Da gibt es einmal hier oben eins lang, das ist das. Dann gibt es diese Kurve, das ist das. Hinter der Kurve gibt es das. Jetzt ist nur die Frage, welches von beiden er meint. Das müsste das sein, ne? Womit dem direkt am Hafen, oder? Meine ich. So. Ich hoffe, dass das. Gott, ist das hier das Hafengleis? Ist hier das Hafenbecken dazwischen? Eventuell? Ich weiß es nicht, welches das Hafengleis ist. Warte, steht das hier nicht dran? Aschaffenburg Hafen 7, Aschaffenburg Hafen 9. Ja, das ist sehr präzise. Warte mal, haben wir nicht irgendwie. Na, da muss ich so herausfinden, warte. Wenn ich fliegen nimmt. Das kriegen wir doch raus, welches das Hafengleis ist hier. Können wir zum Glück auch schnell fliegen, ja. Also hier ist der erste Abzweig, der ist es auf keinen Fall, ne? Ach, schön wäre, wenn ich jetzt sehen würde, wenn ich die, wo die, welche die Kamera ist, ne? Die ersten zwei Absteige sind es auf jeden Fall nicht. Glaube ich. Oder? Ja, ich glaube. Das muss dieser dritte Abzweig sein. Wir müssen mal gucken, ob hier irgendwelche Wagen stehen, dann wissen wir, welcher es ist. Die Straße hier. Ist ja schon Ende. Nach dieser Scheiße zu erkennen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Da vorne ist eins. Da würde ich ja gerne hin zum Abladen, würde ich sagen, ne? Aber die Frage ist, was, welches, das ist das hier? Stehen hier Wagen zufällig? Sieht man das hier irgendwie? Sind das hier Wagen? Ich kann nichts erkennen. Viel zu dunkel, aber ich glaube. Schön wäre jetzt wissen. Ich habe keine Ahnung, welches Gleis das ist. So total nervig. Hier sieht man irgendwie, ob hier ein Bahnübergang irgendwo ist. Ne. Och, Mann, was machen wir? Einfach hier reindrücken. Komm, auf gut Glück. Ich hoffe, das ist der, ne, wenn der jetzt sagt hier. Eventuell mit dem Kran. Weil ich sehe es auch auf dieser Grafik nicht so wirklich, ehrlich gesagt, die er mir geschickt hat. Da sind zwei Kreise. Das sind Kreise genau um diese beiden Gleise hier. Ich probiere das mal auf der Seite jetzt einfach. Und wenn nicht, dann stellen wir ihn halt da ab und dann lassen wir es gut sein. Müssen die halt von da verladen werden. So. Bremse auslösen. Und rückwärts. Unser Raketierbegleiter gibt uns hinten Befehle. Ja,
Dann kommt jetzt mal weiter. Weiter. Warte mal ganz kurz, einmal schauen. Das war natürlich sehr pünktlich. Die Weichen sich hier alle automatisch stellen. Sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Perfekt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das das richtige Hafengleis mit dem Kran ist. Aber es ist ja echt ein Schrottkran. Ist ja gar kein Kran für Container. Also ist das wahrscheinlich auch relativ egal. Müssen sie eh mit irgendwelchen Radladern da runterholen, die Container. Dann müssen sie halt von dem Gleis machen. Dann ist das halt so. Wir fahren noch ein bisschen schnell, ne? Wir fahren rückwärts, lieber Labern. 40 ist ein bisschen sehr schnell. Ich weiß gar nicht, wie schnell man rückwärts fahren darf. Ich kann es wirklich nicht sagen. Wahrscheinlich 25 oder so. Der wird da hinten ordentlich so. Was machst du da? Raser! Weil wir vielleicht auch Feierabend machen. Wir haben uns geeinigt, dass wir erzählen es keinen, dass wir hier so rumrasen. Wir waren mal ein bisschen, falls wir gleich mal über den Badeübergang fahren. Der Rangierbeleiter, ich habe uns darauf geeinigt, wir wollen beide Feierabend haben, erzählen wir keinen, wir müssen schnell unterwegs sind. So macht man das. So. Könnte sogar der korrekte für den Kran sein, ne? Könnte hier der korrekte... Obwohl, ne, wir ziehen ein bisschen früh raus, ne? Ja. Wir hätten die anderen nehmen sollen für den Kran, fällt mir gerade auf. Ist der... Ah, gut. Konnte ich nicht wissen. Egal, dann müssen die hier mit irgendwelchen LKWs verladen werden. Ich kann es ja nicht ändern. Hier noch ein bisschen weiter zurück. Oder wollen wir jetzt noch mal kurz vorsetzen und dann das nochmal ändern? Weil das würde ja viel mehr Sinn ergeben, hier hinzufahren. Ja, komm. Und entfernen. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Keiner gesehen. Wir fahren nochmal nach vorne. Wir wissen ja jetzt, welches Gleis es ist. Ja, ich weiß, wir haben eigentlich nicht die Zeit, aber ich nehme sie mir jetzt einfach. Ist mir jetzt auch egal, ob das eine Stunde, 20 oder so ist. Ein bisschen Labern, der Rangierprofi kann nicht schaden. Ne, Moment. Vorwärts bitte. Ich habe, glaube ich, gerade in der Bewegung den Gang gewechselt. Ja. Ich meine, 218 überlebt doch hier keine zwei Wochen. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist der Schrottkran hier hinten. Und da hinten ist der Helikopterkran vorne überhaupt nicht gesehen, ne? Wir müssen auch nur so weit vor, dass wir über die Weichen rüber sind. Also über diese Weiche eigentlich. Und dann bremse ich den wieder ein. Kann ich auch auf der Map kurz nachgucken. Können ja auch mal schon mal das so wieder rausnehmen, räumen wir den Rest, die restlichen Meter. Und wenn wir drüber sind, stelle ich die Weiche hier um. So, perfekt. Jetzt ist auch der große Vorteil, wenn wir Aufträge nochmal kriegen sollten von jemandem oder wenn mir jemand Aufträge von euch beschreiben sollte. Ihr könnt jetzt sagen, auf welchen Gleis wir fahren, weil man das jetzt ja eindeutig sieht, welches Gleis welches ist. Das ist echt perfekt. Muss ich sagen, für so welche Sachen. So, wir müssten drüber stehen. Einmal Route bitte entfernen, jawohl. Und einmal nochmal Route wieder einstellen. So. Wir kamen ja diesmal von dem Gleis, das waren die falschen, also wir wollen auf das. So, jetzt gucken wir kurz, ob die Weiche richtig gestellt ist. Nein, ist sie nicht. Aber das korrigieren wir natürlich selbstverständlich. So. Dann das Ganze wieder rückwärts. Wir haben sie wieder lösen und auf geht's wieder.
Rangierbegleiter gibt hinten wieder Befehle. Weiter. Und so weiter. Dann, ich glaube, Meterangaben geben die hinten noch, ne? Also immer sagen, immer weiter. Und ich glaube, wenn sie sagen knapp wird, sagen die irgendwie noch Meterangaben dazu. Also wenn man so snärt. Irgendwie sowas. So, wir haben es 19.32 Uhr mittlerweile. Verdammt früh echt dunkel geworden, ne? Wir spielen, glaube ich, wann spielen wir denn? August, glaube ich, noch. Ja, diese Jahreszeiten sind nicht ganz realistisch. Oh, hier steht eine IC-Hut-363, auch nicht schlecht. Ich glaube, wir... Das ist richtig, weil sonst knallen wir gleich noch die anderen Wagen drauf. Das ist wichtig, dass die Weiche richtig steht da. Dann können wir gleich endlich da abstellen. Mann, war das eine Tortur. Und dann... Ich habe gerade nicht überlegt, dann nehme ich den Bus hier. Aber nee, ich nehme jetzt ein Taxi. Ich nehme jetzt hier eiskalten Taxi gleich. Und leg mich dann... Fahre dann wieder nach Hause. Aschaffenburg Süd. Anstrengender Tag gehabt. Schön Taxi nach Hause. Kann man doch nicht meckern rüber. Was haben wir noch? Wir sind schon da, wo wir halten sollten. Eigentlich ist es um, wenn gleich die anderen Wagen kommen. Die ich überhaupt nicht sehe hier in dem Dunkeln halt. Ich warte mal, bis wir über die Weiche hier sind und dann stelle ich den mal ab. Hm? Und voll rein. Perfekt, Ziel erfüllt, da stehen wir. Hier direkt neben dem Rad. Und ja, dann absteigen, Taxi nehmen. Und ja, wir sollten ihn vielleicht noch abschalten, aber ich glaube, wir kriegen ihn abgeschaltet, ne? Ja, wir haben ihn abgeschaltet. So, das ist, glaube ich, schon mal ein Bug. Wir haben ihn ja schon mal probiert abzuschalten, das hat ja auch nicht funktioniert. So. Wir könnten aber trotzdem nochmal einen Richtungsweiter so ausschalten, überlabern. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So, aus. Mitnehmen. Bremsschlüssel auf aus. Motor kriegt schnell aus, funktioniert leider auch nicht, oder? Ja. Ja, funktioniert alles leider nicht so wirklich. Egal, der Fett, der geht gleich aus. Der lüftet nur ein bisschen nach und dann geht der aus. Und wir gehen nach Haus. Rabbum, rabbum, rabbum. Führerstandsbeleuchtung, wie kriegen wir die wieder aus? Die Batterie nicht morgen leer ist. So. Was jetzt? Verstandsbeleuchtung aus. Jawohl, einmal aufstehen. Und der Kran bewegt sich schon. Arbeitet er schon? Kann sein, dass er jetzt den Zug schon ablädt. Aber das soll mir egal sein. Wir suchen jetzt hier, gehen jetzt hier vorne hin. Hab mir gerade ein Taxi gerufen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir den Zug hier wieder rausfahren. Bis morgen! Wünsche euch eine gute Nacht. Keine Sorge, das wird alles noch in dieser Folge passieren. Denn wir sehen uns gleich wieder. Und damit schönen guten Morgen. Wir holen unseren leeren Containerzug jetzt hier wieder ab
und bring den noch rüber zum Hauptbahnhof und dann ist die Folge auch endlich zu Ende. War ja jetzt lang genug. Und am Hauptbahnhof habe ich noch was anderes für euch vorbereitet, beziehungsweise da wurde uns was hingeliefert. Denn der Nico King hat uns was gebastelt. Vielen Dank dafür. Und das werden wir gleich am Hauptbahnhof sehen. Kleiner Teaser. Gehen wir in der nächsten Folge mehr drauf ein. So, da sitzen wir wieder in unserer Lara. Und bereiten hier auch mal alles drauf vor. Lichter hätte ich noch ganz gerne eigentlich. Zack. Ja, Richtungssender nach vorne ist. Warum hat er jetzt die Lichter hier nicht angeschaltet? Hat er. Sah nur komisch aus. Okay, er hat sie angeschaltet. Ja. Warum wir hier die Rücklichter an sind. Aber egal, stört jetzt auch nicht so stark. So, dann lösen wir aus. Und wollen erstmal eigentlich mal eine Fahrstraße einstellen. Wäre eine gute Idee. Heißt, wir müssen erstmal den nach hier setzen. Und dann müssen wir den Wagen eh nochmal umfahren, den Zug. Um dann auf die andere Seite zum Hafen zu bringen. Zum Hauptbahnhof zu bringen. So, dann haben wir das und können eigentlich los. Getriebeleistung wäre noch eine Idee. Und auf geht's. Jetzt sehen wir den Hafen nochmal am Morgen. 7.10 Uhr mittlerweile. Perfekt. Ich denke mal, ich hatte gesagt, so eine Stunde 20 das Video. Ja, so ungefähr passt das, ne? Ich hatte jetzt ja schon geschrieben, es gibt 4 Parts. Und die wollte ich ja noch einhalten. Und es ist einfach so viel zu tun noch an Aufträgen. Das kann erstmal wirklich mal sein, dass diese Lava and Ray-Folgen gerne mal 1,5 Stunden oder so lang gehen. Ich weiß, dass es für einige echt wahrscheinlich schwierig zu gucken ist. Aber dann weiß ich auch nicht, müsst ihr euch das aufteilen. Aber ich wollte den Auftrag jetzt endlich mal zu Ende machen, weil wir jetzt so lange dafür gebraucht haben. So, da sind so die leeren Wagen. Und wir ziehen sie erstmal hier raus. Moment, stehen wir richtig rum? Oder habe ich jetzt einen Mist gebaut? Oh, ich glaube, wir haben gerade Lava-Weiche aufgefahren. Kann er gesehen, oder? Fahren wir die auch auf? Ja, fahren wir. Verdammt. Nein, ändern. Schnell. Ja, okay. Hat noch funktioniert. Moment, fahren wir die auch auf? Ja, tun wir. Alter. Das ist aber echt riskant, was ich hier mache. Einmal kurz gucken, ob das weitergeht. So, du bist richtig. Jawohl, gut. Sehr schön. Perfekt, dann passt alles. Also wir könnten eigentlich Sicherheitssysteme nochmal anschalten, wäre eine Idee. Dann stellen wir den einmal hier hin. Und dann müssen wir einmal drum herum fahren. Ich weiß gar nicht, wann dieser andere Zug hier rumrangiert. Nicht, dass wir uns gleich noch in die Quere kommen. Steht der denn nur oder rangiert der gerade? Weil sonst könnte es wirklich sein, dass wir uns gleich in die Quere kommen. Müssen wir mal gucken.
Ich glaube, da steht dann nur nächster Einsatz 14.47 Uhr. Das ist ja auch cool, dass man nichts sieht. Ja, ist schon wesentlich cooler mit TSW 5. Man sieht, wann die Züge das nächste Mal eingesetzt werden und so. Man sieht halt vor allen Dingen auch, was man hinter einem hat, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwie einen Güterzugauftrag fährt, dann sieht man, oh, hinter mir ist ein ICE. Den sollte man vorbeilassen oder irgendwie ein, ist nur ein Güterzug oder was auch immer. Wo man die Güterzüge eigentlich ganz gut erkennt. Trotzdem. So ein bisschen müssen wir noch. Stellen wir gleich erstmal ab. Und fahren dann einmal drumherum. Und dann geht es von der anderen Seite weiter. Und dann bringen wir den Zug. Wieder rüber zum Hafen. So. Dann einmal kurz bitte die abkuppeln. Ja, eigentlich war das vom Auftraggeber der SEG mal anders geplant, aber da die 63 einen Schaden hat, müssen wir das jetzt hier mit der 218 machen, aber ist auch nicht wild. So, dann können wir nochmal den Weg kurz freischalten bis hier vorne. Mal kurz die Weichen einmal ein. Die passt, die nicht. Okay, perfekt. Und los. Ich überlege nur gerade, ob ich die Lok eventuell falsch rum hingestellt habe, dass das in der letzten Folge genau falsch rum war, aber ich glaube, wir standen auch so rum, ne? Mit dem alten Teil der Lackierung vorne. Und ich muss ja sagen, dieses Firmenlogo, was uns der Cat Gaming gemacht hat, ich glaube, das werde ich jetzt wirklich kackendreist übernehmen für alle Loks, weil das finde ich echt cool. Ach ja, was habe ich jetzt gemacht? War Sifa oder was? War das die Sifa? Weiß gar nicht. So, perfekt. So, dann einmal aufstehen. Den rausnehmen. Den lösen. Auf aus. Ja, Bremsschlüssel können wir auch ziehen. Ach, können wir gar nicht ziehen, ne? Wir können, glaube ich, nur ausschalten. Warum kommen wir eigentlich hier nicht mehr durch? Hat nicht Sinn, wenn wir den Sitz nach vorne klappen, dass wir da durchkommen? Hm, komisch. Dann mal die andere Seite. Wir rollen schon wieder. Da. Machen wir ganz schnell von der anderen Seite. Brauchen wir den nämlich nicht zweimal anlegen. Hier kommen wir nämlich auch durch und am Handbremse anziehen, bitte. Perfekt. Zug steht. Ich könnte hier eigentlich schon mal die Lichter ausschalten. Die werden wir gleich nämlich nicht brauchen. Zack, auf Rot ein. Auf aus. Auf Rot ein. Na gut, wir fahren da gleich nochmal kurz an den Wagen ran.
Eigentlich müssten wir es auch kurz anlassen. Ja, lassen wir sie noch kurz an. Weil wir ja gleich hinten nochmal rumfahren und dann fahren wir ja nochmal in die Richtung. Jetzt fast vergessen. Ja, und ja, perfekt. Dann vorne rein. Zack. Und auf geht's. Getriebeleistung wäre eine Idee, ne? Ja. So, wir müssen erstmal den Weg richtig freischalten, lieber Lavan. Erstmal kannst du sagen, Route entfernen. Und dann kannst du sagen, auf die 9. Absetzen. Ich würde gerne einmal nach hier. Und dann halt hier. Das passt. Das passt. Das passt nämlich nicht. Einmal außen rum hier. Dann, ja, genau bis hier. Und dann ziehen wir wieder zurück zu den Wagen. Perfekt. So, einmal aufschalten bitte. Eigentlich hätten wir nicht befreuen müssen hier, wenn wir rangieren. Oder wahrscheinlich nicht mehr dürfen. Perfekt. Gehen wir einmal in unserem Zug rum. Und dann geht es aber auch in den nächsten Folgen wieder ein bisschen auf Strecke. Also wir haben jetzt sehr viel diese Rangieren langsam fahren. Also ein bisschen schneller wäre mal wieder schön. Das werden wir auch tatsächlich haben. Schon mal gut. Und langsam fahrt. Glaube ich übrigens vorhin gesagt, das ist halt erwarten. Ich bin wieder doof. Das ist natürlich langsam fahrt. Also manchmal gebe ich auch dumme Kommentare ab. Könnt ihr da gerne auch kommentieren. Ich kann mich gerade erinnern, dass ich irgendwie Langsamfahrt vorhin gesagt hatte. Halt erwarten gesagt, dann steht Langsamfahrt. Fällt mir gerade so ein. Nun gut, passiert. So, dann stehen wir hier. Können wir auch schon mal einbremsen. Müssen wir nicht ganz viel. Obwohl, ich will mal gucken, was hier hinter ist ein bisschen. Nur irgendwelche Container hier. Kannst aber auch laden. Okay, das ist ein Schrott. Kannst du ja scheinbar laden. Cool. So, wir stehen. Dann können wir den auch schon mal löschen hier. Und können. So. Einmal eine Route setzen. Und zwar wieder in unsere Wagen hier ran. So, also wieder das raus. Den wieder auf Ausstellen, genau. Am Schlüssel aus. Jawohl. Haben wir jetzt. Oh, ich bin schon wieder mit Handbremse angezogen gefahren. Ich bin ein Held.
vergesse es jedes Mal. So. Wieder rein. Rückwärts an die Wagen ran. Jetzt räumen wir wahrscheinlich gleich wieder. Hier geht's sogar. Sogar vorwärts an die Wagen ran. Weg ist schon gestellt, perfekt. Und dann bringen wir die noch rüber zum Hauptbahnhof. Come on. Hier? Getriebeleistung? Die Getriebeleistung ist an. Warum fährst du nur nicht? Jetzt fährt er, okay. Meter. Wohl nächste Woche könnte es eventuell noch ein bisschen Rangierarbeiten geben, fällt mir gerade ein. Aber danach sollte es dann auch auf Strecke geben. Mal gucken, wie viel ich nächste Folge mache. Vielleicht gibt es dann erst ein bisschen Rangierarbeiten, dann geht die Strecke. Sieh mal. Und da sind die anderen Wagen. Hier, ja. Alter Lavan. Das war gerade 18 km, wie ich dran gedonnert bin. Darfst du keinen erzählen. Aber ich war in der Scheuerbremse, hat nicht gebremst. Das war ein bisschen doof. Ist okay, 27 km. Irgendwann werden wir bremsen, ganz gut. Wieder Lava in der Regie-Profi hier. Eindeutig. Machen wir mal richtig. Wir steigen mal aus. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist hier abrüsten. Aus. Nein. Perfekt. Dann haben wir raus. Kommen wir den Mist hier einmal an. Genau. Tür wieder zu. Und auf die andere Seite. Und dann hier von hier aus weiterfahren. Zack. Und wir brauchen nochmal einen neuen Weg. Einmal zum Hauptbahnhof. Er hatte ja gesagt, da wo wir letztes Mal abgestellt haben. Also hier in dem Bereich irgendwo. Da bringen wir die hin. Und dort werden sie dann wieder von einem anderen Zug mitgenommen. Die leeren Containerwagen. Handbremse sollte jetzt gelöst sein. Trotzdem tut er sich erstaunlich schwer für leere Containerwagen, finde ich. Und gut geht. Zwei Kilometer ist ja nicht weit zum Hauptbahnhof. Dann haben wir die Folge auch endlich beendet. Wir sind mittlerweile übrigens schon bei 1 Stunde 20. Also wir werden 1,5 Stunden haben. Am Ende mindestens. Ich hoffe, dass wir jetzt gut durchkommen. Kommt halt drauf an, ne? Wenn dann noch ein Regio dazwischen kommt, kann es noch ein bisschen länger dauern. Schauen wir mal. Man muss, also passiert ist zwar kein Magnet da,
Aber man besteht ja keine Magnete, man bestätigt Signale. Deswegen bestätigt das Ding auch. So. Hauptsignale werden ja eigentlich nicht bestätigt. Nee. Ah, egal. So, 2,6 Kilometer. Wird doch noch ein bisschen mehr, weil so ein Riesenbogen halt fahren, ne? Es hat immer noch Luftlinie, was links oben angezeigt wird. Also werden wahrscheinlich 5-6 Kilometer auf jeden Fall sein. Durch den großen Bogen, den wir jetzt hier zum Hauptbahnhof fahren. Vorne ist weiter Fahrt, das ist gut. Ich glaube, wir dürfen auch gleich schneller, ne? Meine ich, oder fahren wir die ganze Zeit 50? Kann doch sein, dass wir die ganze Zeit 50 fahren hier. Hier waren wir doch mal. War hier auch eine Peter? Vielleicht hat keiner gesehen. Stufe 16, noch mal ein bisschen aufschalten hier. Obwohl es eigentlich ein bisschen unnötig ist, hier aufzuschalten. Ja. Dürfen wir eh noch 50, da hinten dürfen wir wieder 80. Aber ich bin echt gespannt, ob wir jetzt durchkommen. Ob sich jetzt gleich nochmal so ein Regio reinmogelt hier. Ich warne wieder sehr, sehr früh. Was ist das denn für ein Gleis hier? Das ist auch wie ein Ostseegleis, keine Ahnung. Guck mal, aber noch weit, ne? Muss man echt mal gucken, was da hinten ist. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann geguckt. Werden wir vielleicht nochmal hinkommen. Ich meine, unsere Base ist immer noch in Aschaffenburg. Wir werden zwar... Naja, ich sag noch nicht so viel. Das werdet ihr alles sehen. Moment, haben wir hinten immer... Ich dachte, hinten haben wir Licht ausgeschaltet. Mal vergessen. Egal. Haben wir Front wenigstens das richtige Licht an oder ist vorne jetzt Rücklicht an? Nee, ist auch richtig. Perfekt. Mhm. Na, ist auf beiden Seiten an. Ich dachte, ich hätte das Licht ausgemacht. Was war das denn jetzt? Siefer? Ich glaube, irgendwas hat uns gerade erwischt. Ich glaube, es war die Siefer. Hat uns halt abgeschossen. Das ist halt nervig, wenn man außen die Siefer nicht hört. Das finde ich immer noch so doof. Dann sollte es ja eigentlich außen gar nicht losgehen, finde ich. Man sollte das so einprogrammieren, dass der Siefer außen nicht losgeht, wenn man eine Außenkamera ist, einfach. Ich glaube, es wäre die beste und einfachste Lösung, meiner Meinung nach. So. Müssen wir alle Wagen wieder lösen. Perfekt, es geht weiter. Also wieder raus. Hier dürfen wir jetzt. 50 immer noch. Vorne gleich 80. Und es ist immer noch Fahrt. Aber es sagt noch nichts aus. Das nächste Signal ist wichtig. Wenn das auch auf Fahrt steht, dann kreuzt uns kein Regio mehr. Oh, da kommt gerade ein Güterzug. Sehr cool. Mit Kesselwagen. Ist noch ein schönes Bild hier. Der Kesselzug mit der 63 und wir kommen hier vom Hafen runter. Viel Güterverkehr gerade auf der Strecke.
Aber das sieht gut aus. Das ist jetzt ein Signal, sagt Fahrt. Ich glaube, hier kommt erstmal gerade kein Regio. Können wir vielleicht sogar bis zum Hauptbahnhof durch. Eine Langsamfahrt ist angekündigt, aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Wir fahren ja schon. Ach, wir sollen, glaube ich, die ganze Zeit wieder obere Zugart gefahren, obwohl im Auftrag steht mittlere Zugart, ne? Ich habe vergessen einzustellen, die Zugart. Egal. Egal. Schnell sind wir eh nicht unterwegs. Sind wir wenigstens 80. Ach, immer diese blöde Sifa. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich mal kurz in die Außenkamera wechsle, geht die wieder los. Wird's Radstoff oder geht er los? Wir haben gerade Radschlupf verursacht, oder? Ich gehe einfach nicht voran im Moment. Weiter geht's. Wir sind übrigens 40. Hab ich doch gerade bestätigt, Kollege. Was ist dein Problem? Dann fahren wir weiter. Ich will jetzt eigentlich nur noch ankommen. Die Folge hätte ich mal beenden können. Ja, eine Stunde 32. Viel zu lang. Das war überhaupt nicht so geplant. Ich dachte, ich ziehe das mal so eine halbe Stunde durch. Aber so läuft das dann. So, komm her. Aber in diesem Format zeige ich das auch alles, ne? Also das ist im Moment... Also ich habe mir überlegt, ob ich das auch mal schneide, das Format. Aber eigentlich finde ich es auch ganz cool, dass hier alles gezeigt wird. Dass alles ewig dauert. Von dem Engagieren und so. Man da mal irgendwie vorankommt und wenn das so blöde ist, hier dauernd Zwang zu kriegen, so kriegen wie ich, dann dauert das natürlich umso länger. So, fahr. Ich glaube, ich schalte doch nicht wirklich auf gerade. Ich bleib jetzt auch in der Innenperspektive. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Außenperspektive. Erst später. Ganz am Ende der Folge werden wir nochmal kurz in die Außenperspektive gehen. Dann möchte ich euch nämlich noch was zeigen.
Da kommt 60. Das ist ja diese Langsamfahrt. Ich glaube, wir haben gerade 40er Langsamfahrt, meine ich. Ich weiß, ich habe zumindest keine anderen Informationen. Und dann kommt gleich eine 60er Langsamfahrt. Und dann können wir wieder ein bisschen schneller werden. Die Fahrstraße ist aber gestellt, das ist schon mal sehr gut. Jetzt sollte uns kein Regio mehr entgegenkommen. Hoffentlich. Ist auf eingleisiger Strecke auch mal ein bisschen doof. So, Aschaffenburg Süd. Unsere Heimatbasis. Wo wir auch nochmal wieder zurückkommen werden. Wir hatten eigentlich 40, glaube ich, ne? Und jetzt dürfen wir gleich 60. Langsam fahren mit 60. Und dann 100. Und wieder langsam Fahrt angekündigt. Aber weiterhin Fahrt, das ist schon mal gut. Wenigstens nur langsam Fahrt. Dachte wirklich, wir kommen ja nochmal irgendwie später eventuell hätten wir davon nochmal bremsen müssen. Ich habe übrigens vorhin gesehen, die ICEs fahren jetzt auf der Strecke. Also hier sollen ja ab und zu auf der Maintalbahn in Aschaffenburg, damit es realistisch so aussieht, den ICE halten. Und der ist tatsächlich da gewesen vorhin. Ich glaube, der ist früher mal, das war ein Bug, dass er nicht gespawnt ist. Ich habe den zumindest vorher noch nie gesehen. Jetzt aber habe ich ihn vorhin gesehen. Fand ich ganz cool. Man kann sich aber nicht entscheiden, da 60, 110, 40, 110. Ja, ist aber alles. Auf jeden Fall alles nicht super schnell. Ich würde sagen, wir fahren ab dem 40 hier. Sehr langsam Fahrt. Nicht auf diese weichen Geschwindigkeit achten, sondern auf 40. Wir fahren nach Signalen. Nicht nach der Tafel rechts oben. Die ist nur zur Orientierung. Nochmal Instrumentenbeleuchtung anschalten. Und halt erwarten. Die Frage ist, ob das halt erwarten schon für unsere endgültige Position ist oder ob wir vor dem Überqueren der Gleise nochmal halten müssen. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwas anderes noch raus möchte in der Sekunde. Wir werden es gleich sehen. Wir fahren ein bisschen langsamer, wir wollten 40 fahren. Bisschen noch aufschalten wieder. Tiefer. Bisschen rechts rüber jetzt. Ich hab's doch bestätigt, Kollege. Ich hab's doch bestätigt. War ich wieder mit diesen 45 schon wieder so ein Quatsch? Dass wir da genau 45 gefahren bin und er mich der wegen an erwischt hat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen wir wieder.
Und da vorne steht etwas Interessantes. Und zwar sehen wir sie da schon. Was ist das denn? Huch. Eine 101 mit einem bekannten Zeichen drauf. Und zwar dahinter steht noch eine. Der Nico King hat mit 201er gebastelt. Und in der Zusammenhang, in der Zusammenarbeit mit der KVL gehören die jetzt auch erstmal zu meinem Unternehmen. Nico hat ja die KVL als virtuelle EVU sozusagen, als eigene EVU. In Zusammenarbeit mit der KVL und Nico haben wir jetzt hier 201er gerettet, die jetzt zu meinem Fuhrpark dazu kommen. Ja, eigentlich hatte ich erst überlegt, ob wir da ein bisschen warten. Aber die boten sich gerade an, die wollten wir vor der Verschrottung unbedingt retten. Und deswegen haben wir gesagt, die holen wir uns jetzt. Ich glaube, die 101002, was ist das? Weiß ich gar nicht, müssen wir Strich 4, meine ich. Und gucken wir halt mal, welche das sind. Natürlich haben wir dafür die Expertenfahrzeuge genommen. Das heißt, es wird auch interessant, mit denen zu fahren. Stehen die gerade beide, wurden die gerade beide angeliefert, stehen die abgebügelt gerade. So, den einen würde ich eventuell sogar hier stehen lassen erstmal. Und den anderen würde ich gerne dann rüberbringen nach Hanau. Weil in Hanau habe ich jetzt einen Abstellplatz für die. In Süd können wir die ja schlecht hinstellen, sind ja E-Loks. Können wir auch, aber dann müssen wir sie immer mit der 218er wieder rausschieben. Ist ja auch ein bisschen doof. So, ich glaube, wir stehen ganz gut hier. Stellen den mal ab. Perfekt. Gut. Dann haben wir diesen Auftrag auch geschafft. Und wir sehen uns dann nächste Folge. Zum Anfang der Folge werde ich erstmal die 101er, die eine. Wir können den eigentlich einbremsen, wenn wir nicht weiterfahren. In der nächsten Folge, aber für euch. Noch gar nicht ziehen müssen. Werden wir erstmal eine der 101er. Jetzt gucken wir sie erstmal kurz an. Ja, obwohl, jetzt machen wir nächste Folge. Ich will sie nur mal ganz kurz schnell von außen zeigen und genau gucken wir uns dann nächste Folge nochmal an. Sehr, sehr cool. Vor allem die eine hier. Die finden wir richtig gut. Deswegen, ich finde das Lava and Rail Logo. Das haben wir jetzt wirklich mal übernommen. Das finde ich richtig cool von Cat Gaming. Und diese Lava and Rail Lackierung, die hat was, ne? Grau, schwarz, rot finde ich eine geile Lackierungsfarbe eigentlich. Sehr, sehr cool. Ja, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir unsere neuen Schätzchen erstmal ein bisschen wegrangieren. Zumindest die eine will ich einfach nach Hanau bringen. Die werde ich erstmal keine Verwendung haben. Die andere werde ich eventuell hier lassen, weil ich nämlich eigentlich dann los will später. Wir müssen ja noch ein paar Aufträge erfüllen. Und zwar ein IC schleppen von Maximito, endlich mal den Auftrag erfüllen. Und das mache ich tatsächlich dann mit der 101 schon. Das ist mein Plan. Jetzt ist ja doch der Fuhrpark schon schneller gewachsen als gedacht. Aber das Angebot konnte ich nicht entgehen lassen. Die mussten wir retten, die beiden 101er hier. Wow, was jetzt? Gehe ich doch nochmal ran, ne? 101.004-0 ist das übrigens. Und das hier ist 101.002-4. Sehr cool. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und tschüss.